der Berlin Fashion Week. Im Interview haben wir jetzt Marie von Glitter Everywhere, die mit ihren Outfits immer wieder inspiriert. Und heute treffen wir sie in einem verspielten Mädchen-Look. Was hat dich inspiriert, genau diesen Look zusammenzustellen? Also mein Thema ist immer comfy schick, sprich ich versuche einfach möglichst bequeme Teile mit schicken Teilen zu kombinieren, was ja jetzt für die Fashion Week auch sehr passend ist. Und ich finde einfach, wenn man viel unterwegs ist und den ganzen Tag läuft und es auch so warm ist, dann muss es einfach bequem sein und es muss einfach passen. Deswegen habe ich mich für eine leichte Seidenbluse entschieden und lockere Shorts und eben nicht ganz so hohe Schuhe, in denen ich auch wirklich den ganzen Tag aushalte. Und was besonders in deinem Outfit jetzt eigentlich heraussticht, ist eben auch noch der Hut. Trägst du öfters Hute oder was hat dich eigentlich dazu veranlasst, heute einen Hut zu tragen? Also ich finde, ein Hut ist immer ein super schönes Accessoire, einfach weil er zu so vielen verschiedenen Styles passt und vielseitig kombinierbar ist. Und ich finde vor allen Dingen zu diesem Wetter heute ist er auch zusätzlich noch praktisch, weil er zusätzlichen Schatten spendet und das ganze Outfit einfach insgesamt nochmal besonders macht. Also zum Beispiel jetzt der Look. Bist du ein Typ, der halt vor dem Kleiderschrank steht und einfach schon solch einen fertigen Look draufzieht oder brauchst du da ein bisschen viel? Also meistens fällt es mir relativ leicht und ich kreiere quasi den Look in meinem Kopf um ein bestimmtes K-Piece rum und überlege, was quasi aus meinem Kleiderschrank dazu passen könnte und probiere dann zu Hause direkt vorm Spiegel, ob die Teile nun passen oder vielleicht doch nochmal ein anderes Shirt oder genau. Also bei B&Up geht es ja eben darum, Boards zu erstellen und Inspiration zu sammeln. Hast du schon Erfahrungen damit, solche Boards zu erstellen? Ja, also ich habe eine ganze Zeit lang öfter verschiedene Looks kreiert über verschiedene Moodboards und ich finde einfach, das ist eine tolle Möglichkeit, um die Looks zusammenzustellen und auch ganz einfach mit seiner Community zu teilen und natürlich auch, wenn man mal sich nicht sicher ist, sich nochmal zusätzliche Inspiration zu holen und sich von anderen auch verschiedene Meinungen zu holen zu verschiedenen Outfits und die dann quasi mit anderen zu teilen. Bei B&Up ist ja eben auch eine große Community, mit der man sich da austauschen kann und inspiriert werden kann. Wie sind eigentlich deine Erfahrungen mit anderen Communities in solchen Netzwerken bis jetzt gewesen? Eigentlich rein positiv. Ich finde einfach dieser Informationsaustausch und dieser Inspirationsaustausch ist einfach großartig. Also klar, es kostet ein bisschen Zeit und man investiert auch Zeit da rein, diese Moods zu erstellen. Aber ich finde einfach, es ist eine tolle Möglichkeit, auch seine Stimmung und seine Looks zu präsentieren und auszudrücken. Also du wärst praktisch auch ein aktiver User, der B&Up nutzen würde. Auf jeden Fall. Das zum Beispiel wäre ein Look, den ich genau so zusammenstellen würde. Besonders gut gefällt mir hierbei die Schuhe in Verbindung mit der Brille und der Uhr als K-Piece. Und dazu ganz simpel gewählt eine einfache Jeans-Shorts und ein Basic-Shirt. Und das Ganze könnte ich jetzt ganz easy über Facebook und über Instagram teilen oder liken und in meinem Profil speichern. Also das war Marie von Glitter Everywhere. Vielen Dank für deine Zeit und das nette Interview und noch viel Spaß auf der Berlin Fashion Week. Danke.